Oh, ist das böse. Mein höchster Skill jetzt in dem Baum. Tötest du einen Feind, steigt eine Feuerrate und jeder Schuss hat eine 25%ige Chance darauf, tödlich zu sein. Dieser Effekt hält ein paar Sekunden vor. Soll. Wir dürfen übrigens Schädel suchen und Gegner killen dort in dem Bereich. Ich bin erstmal auf das Podest dort gestiegen. Da oben auf dem Podest ist übrigens ein Schädel da oben dran. Wenn ich mir vorher drauf gehe, passt das schon. Los. Dynamit macht Boom, habe ich gerade Herausforderung abgeschlossen. Oh, hier ist wieder eine Waffenkiste. Schön. Aber das gibt's doch gar nicht, ey. Mit einem Sniper. Was deutlich weniger Schaden macht. Und mit einer SMG. SMG für 1200. Boom. Oh, die Repeater ist gar nicht so schlecht. Die haut ordentlich rein. Hatten die vor uns der eine schwere Dings da irgend so ein Geschütz fallen gelassen? Hat keiner ein Geschütz fallen gelassen. Der große, den ich zuerst platt gemacht habe, wo ich auf dem Turm stand, der hat irgendwas Großes fallen lassen. Und das war auf jeden Fall entweder eine Shotgun oder eine Machine Gun oder ein Raketenwerfer. Wenn's weg ist, hat es wohl doch nie fallen lassen. Das, was die in der Hand haben, lassen die nicht zwangsläufig fallen. Die droppen andere Sachen. Achso. Aber hier liegt's ja noch. Na dann. Hier liegt ja noch Raketenwerfer. Noch eine Kurve. 3 mal 139 sind wie viel? 300. Das sind immer noch Schilde, die schlechter sind als meine. Das ist so herrlich. Und es hat eine bessere. Ich glaube, ich nehme den hier. Aber du das schießt dann immer drei Raketen auf einmal ab, ne? Ja. Bei dem Helix Rocket Launcher? Ja, du verbrauchst nochmal drei Raketen mit einem Schuss. Ja, dann sammle ich bloß auf Kurs. Also der schießt halt so drei Raketen, die sich um ja, sich selbst drehen ab. Das hat man, glaube ich, auch ganz am Anfang bei mir. Ja. Kann durchaus sein. Da ist noch ein Schädel. Wir müssen uns nur mal aufteilen, die Schädel suchen hier. 7 von 10 haben wir schon. Bisschen achten. Ich habe noch einen 9. Einer fehlt noch. Den finden wir bestimmt. Der ist wie die Nadel im Heuhaufen jetzt. Die sind ja immer so schön grün leuchtend markiert, deswegen sollte man die eigentlich schon finden. Sollte. Siehst du? Los, kommt her, du dummer Vogel. Bam. Jetzt müssen wir die wirklich wieder nochmal abgeben. Na super. Da kommt Vögel. Wollen wir gleich die Headstone Mine noch machen? Der Saboteur. Wo ist denn das? Ist das schon? Das ist da, wo wir gerade eben waren. Wo wir gerade den Typen gekillt haben. Machen wir das mal noch schnell. Nesservogel, wollen wir den mitnehmen? Zum Grillen oder was? Genau. Catch a ride! Fahr weiter. Wie sie alle sich geil auf die. Los, wir mutzen deine Karre auf! Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu aktivieren. Generieren. Bobo! Hast du denn lang? Da, wo wir hin müssen. Wir müssen halt hier hinter. Jawoll, danke! Wenn du jetzt noch hier wegfährst, wäre super, weil dann komme ich doch hier rein. Ich bin gerade nur weggekommen. Toll, ich konnte wenigstens noch meine Shotgun laden. Ja, aber mehr auch nie. Oh, das war gerade, ich habe ein Turbo so ziemlich ab der einen Ding da aktiviert, wo du hängen geblieben bist. Bin da voll um die Kurve rumgejagt. Und dann konnte ich nicht mehr bremsen. Ja, das sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Sind die da wieder hier, oder? Ja, sind wieder alle da. Oh. Doch logisch. Zumindest war das sonst immer so.
Ja, also irgendwie sind die Truhen alle noch geöffnet und hier erscheint gerade kein Schwein. Ah, jetzt. Na, die Truhen kommen nie wieder, aber... Mist, hätte ich den dort oben jetzt getroffen, das wäre zu schön gewesen. Na, hätte ich gesagt, du kannst sogar zielen. Aber wir können jetzt hier gerade durch, guck mal, wir müssen nicht hier mit da hoch. Dem Ding. Ich hatte vorhin wenigstens ein Schadenkreuz. Ich hatte vorhin wenigstens ein Schadenkreuz wie du, aber jetzt habe ich ja wirklich gar nichts mehr. Toll. Du schießt immer in die Mitte vom Bildschirm, kleiner Tipp. Au. Das war der Raketenwerfer. Render Psychopath. Zack. Jetzt ist es bloß noch scheiße, ein Toter. Jetzt ey, genau, ich in dem Moment, wo ihr den trefft, fliegt meine Rakete zack durch. Ja. Nur weil er tot ist, müsst ihr den immer töten? Ja. Ich muss das. Macht der da unten? Ja, da unten. Kommt der da gerade hoch? Ah. Quickscope! Mit der Autosniper. Hier unten war doch gerade noch einer. Sag ich so. Moment, wir müssen doch hier hin, sogar da unten. Müssen wir sogar hin. Ich mach mal kurz die Quest, ne? Müssen wir nicht auch irgendwo hier oben irgendwas hin? Ach nee. Dann am Ende aktivieren. Denkst du, irgendwo fehlt noch eine. Da ist noch einer. Direkt hinter dir, Felix. Du bist so blind. Und einer muss dann oben aktivieren. Am Rücken hab ich keine Augen. Ja, dann dreh halt mal um dich selbst, das ist eine schöne Anzeige. Ach, wozu nutzen? Boah, bleib schon hier hängen. Da. Aber du machst ja keine gute Figur in den Videos. Die Leute kennen mich sowieso nicht. Bom, bom, bom. Und noch mehr Bom. Ey, das stürzt ja gar nicht ein. Doch. Das ist sinnlos. Nee. Der links stürzt ein, aber das ist immer noch so schlecht. Die Effekte, die Raucheffekte sind einfach so schlecht. Für heutige Standards, ja. Auch für damalige Standards waren die nie besonders. Eine Rauch-Bitmap, die einfach mal verpixelt ist, zu machen. Ist eine dumme Idee. Aber dafür sind die Quests besser. So alt ist das Spiel noch gar nicht. Ist er erst irgendwie 3 Jahre alt, oder? Besser als die Siedler. Bin mal kurz weg, ich bin in einer Minute wieder da. Dann esse ich noch eine Runde Schokolade. Fressack. Marco beschwert sich sonst immer, dass ich nie esse, wenn er da ist. Er beschwert sich, dass du nicht isst, wenn er nicht da ist. Oh, diese verfickte Vodafone. Genau so. Ich freue mich wieder, dass ich eine SMS habe, guck aufs Handy, Vodafone. Ihre Bundesliga interessiert mich. Scheißdreck. Ja. Ey, unsere Autos sind wieder mal wieder weg. Ich fahr den Quatsch mal abgeben, ne? Juhu, lauf, Forrest, lauf! Das ist jetzt zum. Hier gibt's hier keine Banditen mehr. Trip. Nee, doch leider näher. Okay, wir haben nun. Eine. Dingens bekommen. Oh, wir sind Level 20 geworden. Wir haben eine Granatenmod bekommen. Wie Gesundheit hast du jetzt eigentlich? 385. 385. Mhm. Ja, warte mal. Mal schnell gucken. Soll es eigentlich mehr haben als ich? 616. Moment mal, ich hab. Doch. Hä? Wenn du in den Class-Mod wechselst, dann wechselt auch bei mir die Gesundheit. Bin wieder da. Ich hab's gemerkt. Felix. Schleudert er mich immer mit einem 360 durch die Luft, ey. Mit meinem Auto vor allen Dingen drinnen. Wenn du dann in Class-Mod wechselst, wechselt bei mir auch die Gesundheit. Wenn du die größer reinmachst, will ich mehr erleben.
Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Ja, schon mal klar, mal drinne. Kannst du unterschiedlich reinmachen, das meinte ich. So, ich habe jetzt 870 Fahrzeug Gesundheit. Ach so, na, die ist ja was anderes. Ja, und ich habe 500 normale Gesundheit. Ja, nee, ich habe bloß 300, ich habe bloß 385. Ich bin halt ein Sniper und kein Tank. Du bist halt der Tank vor dem Herrn. So, wohin, Danny? Wir haben nur noch eine Quest, oder? Nee, Marco. Die Abreise aus Firestone. Könnt ihr eigentlich auch machen. Mhm. Du musst einfach ganz bloß nach links hinten fahren. Ja. Ich muss mit dem Claptrap reden. Warte mal, nee, nicht hinfahren. Wir wollen doch den Zuschauern die Story näher bringen. Ja und? Der Claptrap sagt was. Oh, dann müsstest du halt wegpiepen. Hä, ich will's aufnehmen. Ach so. Hast du jetzt verstanden? Jetzt weiß ich. Ja. Gut. Marco, hast du es auch verstanden? Ich hab's schon eher verstanden. Scheiße. Ich war wieder beim Benny mit. Ich komm, der fährt auch nie besser. Doch. Ich stoß wenigstens nie an 20.000 Stellen an. Bist du? Ich will das hören, was Claptrap sagt. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Er kommt so schlecht, bin ich jetzt am Ende hin Uni gefahren. Und Benny muss mir reden. Zugang zum Dolhead-Land wird gewährt. Der hat vor uns auch an der ganzen Ecke gehalten. Menschliche DNS, weißt du? Das ist alles, was er erkennt. Soll ich? Könntest du noch was kaufen oder verkaufen, je nachdem, was du machen willst. Ey, ich habe schon 4 lila Sachen. Alter Schwede. Bombastisch, Benny. Mein Inventar besteht nur noch aus lila Sachen. Lila Launebär. Hier gibt's ein 239er Shield. Was wo? Hier im Angebot bei dem. Ja, dann bleib ja drinnen. Das ist so, wie echt bei Minecraft. Du musst im Angebot bleiben, damit der andere das auch angucken kann. Nö, nee, musst du hier nie. Das dauert 18 Minuten, dann gibt's ein neues Angebot. Steht auch unten drunter. Hups, hups, ich mach Mario hupsen. Auf dem Auto. Und ruckelt dabei durch die Gegend. So, nehmen wir mal ein paar Medikits mit. Herrlich! Hä, bin ich bekloppt? Ich jongliere mich selber auf dem Auto. Juhu, Ben, juhu. So, darf ich aktivieren? Bitte noch nicht stoppen. Fällt mir ein, wir können eigentlich auch mit dem Auto aktivieren. Hast du es dann? Ja, warte doch mal, hm? Mann. Hör auf E zu drücken! Ich hab grad keinen. Jetzt hab ich einen Schild. Bam! Oh, ihr haut sicher durch die Gegend! Realistisch. Du warst bei mir schon längst wieder auf dem Boden, stehst auf vier Räder, plötzlich drehst du dich nochmal komplett in der Luft. Wie geil sah das denn aus? Boah, das leckt gerade bei mir. Heftig. Hey, wir laden doch. Ja, beim Bild wegscrollen hat es gerade so bei mir geleckt, dass ich bloß die verzerrte Schrift sah und das verzerrte Bild und das war's. Ich muss mir kurz was trinken, Entschuldigung. Ja, Margot, das passt so viel besser.
Toilette ist geil. Jo, die Toiletten sind immer super. Briefkästen genauso. Können einfach hier übrigens war rechts. Übrigens sowas drin bei dem Mann, ne? Schön, hast du rausgenommen? Ja. Woohoo! Hier kannst du das, glaube ich, auch gut aktivieren. Er ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Body meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Marco, kann ich mein Deins einsteigen? Du musst jetzt schießen vor allen Dingen. Ja, ich weiß. Ja. Das mit Raketenwerfer bin ich tausendmal besser. Boom. Ist noch mehr? Nee. Gut, wir müssen ein bisschen hier rein. Hab schon zwei Moniten getötet. Geil. Hexenkeks. Danke. Ich wünsche mir wieder Kekse. Zu Nummer 3. Alter, ich schieße die ganze Zeit zwischen den deine Zähne. Ja. Es hat da keinen empfindlichen Punkt. Zwischen den. Sag bloß. Wie kommst du nur darauf? Mutanten haben keinen Penis. Gut, dass wir das geklärt hätten. Ich alle sammeln. So geil. Übrigens, jetzt habe ich 470 Leben. Habe ich aber nie warum. Treff's nie. Ist Vieh. Lol. Flieg, flieg. Zack. Boom. Oh, da stand da noch jemand. Ich glaube natürlich wieder. Alter, ich hab den ganze Zeit auf den Body gezielt, nichts passiert. Oh. Ja, ich zieh die ganze Zeit auf seinen Body. Oh. Jetzt dann endlich. Mann, ey. Hä? Ich zieh die ganze Zeit auf den Körper, es passiert nichts. Ich schieß einfach ich durch. Gefunden. Dafür kann ich aber nichts. Hier ist ein 32 Combat Rifle 1000. 1000er SMG ist hier auch noch. Und Gold. Geld. Ja, was? Wie hörst du bei der Musik was? Was ist das, ne? Nö. Dann bist du echt taub. Ich hör bloß die Musik. Klang wie so ein kleines Kind mit so einer Axt. Okay. Nämlich genau das Kind. Dafür verschwende ich keine Mini, ey. Brennen viele Paten. Mann. Bei den Skaks, ey, dafür verbrate ich doch keine Mini. Und wenn ich finde, dass du gerade die ganze Zeit, wo die zwei Gegner auf uns zugerannt kamen, Benny, für dass der Sniper ganz vorne steht. Soldaten und für einen Berserker. Nett. Was war von Berserker? Klassenmod. Level 22er Dingens. Granatenmod. Hier ist noch ein Berserker-Klassenmod. Kommt ein knallharter Schläger direkt neben mir rausgelaufen. Kommst du vielleicht erstmal zurück einsammeln? Na super, weil jetzt stirbst du nämlich. Meine Raketen treffen den Körper nicht, das ist schlimm. Doch, die explodieren doch! Nee, die schießen teilweise voll durch den Körper durch und explodieren irgendwo hin. Hier ist ein 41er Machine Gun. Mit 61 Kugeln im Magazin. Ich glaube gar nicht so schlecht.
so arschlos. Ich hab grad. Du kannst. Wenn ich mal aufnehmen würde, dann würdest du das sehen. Ich schieße 10.000 Mal durch den Körper durch, es passiert nichts. Nimm doch auf. Hol dir Flaps und nimm auf. Es fliegt einfach durch den Körper. Aber hier durch. Hinten ist noch eine lila Klasmod für dich. Oder soll ich sie dir mitbringen? Sophie. Soll ich sie dir mitbringen? Geht auch. Ja, geht auch. Na dann bleib da. Ich bring sie dir. Danke. Die Sprengmeister Klasmod ist das. So, da. Noch eine Combat Rifle. Mit Gift. Von 63 Schaden, Level 24. Und 93 Schaden gefällt mir natürlich. Verdammt stark. Das war so ein 3er Schuss. Ein 407er Schild für Level 22. Was ein Wichel? 407 mit Gesundheitsregeneration drin. Alter ja. Schwede. Da habe ich dann 900. Nee, bei Schild. Ja. Nein. Marco hat's gerade gekauft. Das kann nur einer kaufen, jetzt Angebot. Das muss ich nur noch 22 werden. Mhm. Warum, was hast du denn gerade gekriegt? Ein 400er Schild. Mit Gesundheitsregeneration. Wir sollen die Schnellreise aktivieren. Warte mal kurz. Ein 259er Schild. 241er, das bringt mir nicht so viel. Das bringt mir noch weniger schwer bei den 239er. Das macht jetzt ein Laden ohne gerade fett. Wie viel ich immer mein 260er Schild? Gibt es übrigens auch Fahrzeuge, Marco, du musst das nie laufen. Nie so weit, ist ja klar. Vor allen Dingen gibt's ja erstmal gibt noch ein paar mehr. So. Na dann komm. Wartet ihr vielleicht mal, das wäre übelst nett. Wir sind bloß paar Schalter aktiviert. Ich habe nämlich gerade 3 Upgrades geholt. Was für Upgrades? Für die Waffen. Für die für die Munition, die reinpasst. Achso. Ach, hier waren ja bestimmt die Viecher, die diese Pads explodieren. Ja. Mag ich nie. Vor allem machen die das Auto kaputt, das ist nämlich so gut wie Schrott. Bei der Explosion kriegen wir das Auto immer Schaden. Mhm. Kurz ordnen, ist es repariert. Der nächste Schalter ist jetzt auch nicht so weit weg. So der Hauptschalter vielleicht. Der Hauptschalter ist noch ein Stück weiter hinten. Kommst du, Felix? Ja, ich sammle noch ein bisschen was ein. Wir mussten jeden kleinen Scheißdreck einsammeln. Ja, nee, aber das, was ich brauche, an Muni vielleicht, Granaten und. Kauf's doch einfach. Nee, wenn's kostenlos gibt, werde ich's nicht kaufen. Wenn du von deiner Mutter 20 Euro kriegst, gehst du unten zum Bankautomaten, dann hebst du lieber ab. Das ist aber auch ein Spiel. Und du hast mehr als genug Geld. So viel kostet nee, die Munition nicht. 2000. Hab ich jetzt nur noch. Du kaufst echt jeden Scheiß. Ich habe ein Upgrade gekauft für Shotgun, für Raketenwerfer so. Und für. Stimmt, wenn ich Granate. Die Kurve könnte. Warte mal, ist das hier schon der nächste Schalter gewesen? Danke. Perfekt. Da war er schon. Ich mach, dass du nicht mehr laufen brauchst, Marco. Aua. Mann. Oh, hier kommt ein knallharter Giftgetüt von hinten. Ist klar, danke. Ich bin tot. Juhu, da fliegt das Schalenfeld noch so rum. Ich hab auch noch eins, ein Kernstennis.
Achso, das hab ich nicht gesehen. So, jetzt müssen wir den letzten noch aktivieren, da hinten. Links. Da in dem, genau, in dem Bereich da. Da kommen wir auch ordentlich Gegner, pass auf. Oh, sorry. Lehmt mir schön die Sicht, super Idee. Ich wollte eigentlich auf die Nähe mit dem Ding ordentlich was weghauen. Wurden die Platz überfallen? Hey, blind getroffen. Da oben kommt noch was runter. Sorry. Der steht genau irgendwie hinter mir nicht dran, da. Ja? 24 Schaden sind los. Beweg dich nicht, ey. Das ist schlimm. Bist auch so einer Gegner. Beweg dich nicht! 700 Machine Rifle. 700, also Geld, ne? Ich sag jetzt immer den Wert an. Sniper. Das ist, glaube ich, 200er wirst du eh nie haben. Sniper? Cool, ich hab eine Statue gekriegt von dem einen Typen. Ja, die Statuen bringen das meiste Geld. Siehst gerade $430 oben. Wurden hier ein Sniper. Was denn? Kontaktgranaten. Kontaktgranaten sind echt cool, die kannst du als Minen benutzen. Wenn die wirklich erst explodieren, wenn die jemanden treffen. Ja, explodieren bei Feindberührung. Und machen sogar 40 Schaden. Guck mal nach oben, jetzt haben wir ein schön leuchtendes Ding aktiviert. Die Sofortreise ist nämlich aktiviert. Au! Leute! Ich bräuchte mal da ganz. Hier inzwischen. Hilfe. Ich mach da schon von oben Hilfe. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Yes, danke. Alter. Holt euch die Hurensöhne. Halt die alle ab. Ich sehe dann die dann SMG liegen. 2600 mit Strom. Achso. Warum ich, dass du die Sniper-Riffel nie nimmst? Welche? Ja, wo die, denn? Die Munition, wenn ich. Na, weil ich keine Sniper-Riffel-Munition verschieße. Ich hab voll. Ich schieße die ganze Zeit einen Revolver. Revolver oder Pistole? Aber hier gibt's übrigens nochmal Heilung. Naja. Der heilt sich da eh von alleine. War der schon hier oben? Ja, da habe ich es aktiviert. Naja, ganz oben noch nicht. Hier gibt es nämlich noch Geld. Habe ich vielleicht übersehen. Schießt ihr gerade die ganze Zeit auf mich? Nee. Nee. Was schießt dann auf mich? Nein, Ivo. Lackaffen, ey. Tanz, Baby, tanz! Schade, ich wollte gegen die Wand drücken. Nicht geklappt. Guck mal, schieß! Bin du nicht so... Ich fahr einfach nur! Das ist mir viel zu schnell. Hab ich ihn erwischt? Ja, ich hab mindestens 12 XP bekommen. Also irgendjemand muss davon gesprungen sein. Ich glaube, ich habe nur einen guten Raum geschossen. Ja, ist egal. Der kommt wieder. Ich gebe den Quatsch mal ab, ne? Hm. Ich halte die Stelle um. Ja, es müssen nämlich Patrouillen von den Mad Mel, diese vier, die uns gerade angreifen, müssen wir zerstören. So, jetzt. Oh, kaputt. Cool, dann gehe ich halt bei dir rein. Übrigens, mit Leertaste kannst du auf dem Ziel aufschalten, ne? Wenn du Fahrer bist. Was kann ich mit der laufen? Moment. Schwarze Brett. Danke, kann ich mit der laufen?
mit Leertaste, wenn du einen Gegner siehst, kannst du ihn aufschalten, dann kannst du mit, dann tut dein Sekundärgeschütz, mit das mit rechter Maustaste abfeuerst, immer drauf zielen. Okay. Moment, das ist nicht das schwarze Brett ist hier. Das graue Brett. So, jetzt haben wir nämlich den 18er auch noch und solche Sachen. Das sind ja nur dezent ein paar dazu gekommen. Fünf oder also so. Der Wendekreis von dem Auto ist echt bombastisch. Komm, mach mal Benzinkrieg. Würden das? Weil es Level 18 ist. Ich hatte die Straßenpatrouille ist auch schon Level 18. Okay, dann halt die Straßen. Na, die machst du halt nebenbei mit, weil wir die immer sowieso jetzt immer hier durch die Gegend fahren. So, ab geht er. Das wirst du gleich sehen. Ja, fahren wir weiter. Na, mal gucken, wo es ist. Hier ist nie so viel im Weg. Das ist ziemlich offen, das ganze Gelände. Da ist zum Beispiel eine Straßenpatrouille. Wäre cool, wenn du nie so wegfährst von Felix, weil der hat's jetzt am Arsch. Der ist am Arsch. Ach, ich soll hinter euch herkommen? Nee, wir sollen die Bücher zulegen hier. Die Läden haben alles im Zaun. Sorry. Eins. Ach so, da vorne sehe ich den Gegner. Ein Gegner, ja. Ich bin tot. Brauch mal zwei. Ah, dann hol dir halt ein neues Auto. Ja, ich renne ja schon zurück. Viel Spaß noch. Da liegen Sachen. Fast tot. Da heilt sich da wieder, siehst du da. Ja, langsam aber sicher. Hast du gerade geschossen? Nee. Nee, also ich nicht. Bewegen wäre eigentlich cooler, Marco. Wird wir nie so getroffen werden. Jetzt soll ich mal euer Bad regenerieren. Weil wir haben nur einen Fuß. Richtig schwer oder? Ich glaube, ich hab die Zweier. Ups. Eine Probe in die Probe gekommen. Geht doch. Das ist unser Fahrzeug aber auch fast Schrott. So, ich will jetzt. Generiert einfach ein neues gleich. Wo das Leid drauf geht, ey. Sag, das ist ein Marco, der fährt weiter. Marco, generiert die Benzintanks. Ja, aber dein Fahrzeug. Wir müssen erstmal hier durch.